und zwar, ich mache mal wieder ein Unboxing-Video und ja, ich habe heute ein Päckchen von einem Shop bekommen, wo ich sehr, 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 sehr selten bestelle. Und zwar ist es vom Disney Store. Woohoo. Ja, ich habe mir mal wieder was vom Disney, im Disney Store bestellt. Ja, darin ist eine Disney Store Puppe. Ja, und zwar ist es eine Prinzessin sozusagen, wo ich den Film erst letztens gekauft habe. Vielleicht einige werden sich jetzt schon denken, wer mein letztes Haul-Video angeguckt hat. Für die anderen, die müssen sich jetzt überraschen lassen. Ja, ich bin aber sehr überrascht, dass das Päckchen so groß ist, weil da drin ist wirklich nur eine Puppe. Und eigentlich, ich hoffe ja eigentlich auch auf ein Filmplakat. Ich mache es einfach mal auf. Oh, ich habe echt schon lange nicht mehr beim Disney Store bestellt, aber ich meine, was soll ich da eigentlich mal bestellen, ne? Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier noch alles drin ist. Echt nicht. Okay. Ja, und zwar einmal die Rechnung. Ja, die interessiert keine Sau. Ja. Oh nein. Okay, also der Rest ist echt nur Polsterfolie. Toll. Also so eine Schicht Polsterfolie, der Rest ist Puppe. Mit dabei war hier noch Sticker-Album, also so Sticker von Violetta. Also ich bin jetzt nicht, ich bin kein Violetta-Fan. Ja, und hier von Zootopia. Woohoo! Oder ja, Zootopolis. Keine Ahnung. Also Zootopia. Ich habe den Film schon mit meinem Freund geguckt. Ich liebe ihn. Ich mache das gleich schon mal auf. Also ich finde den Film total geil und der wird auf jeden Fall als DVD gekauft. Ja, was haben wir denn hier? Okay, also wir haben einmal diesen hier. Dann haben wir hier eine Hälfte. Dann haben wir das da. Dann haben wir den da. Und den da. Ja. Violetta, weiß ich nicht, was ich mit anfangen soll. Vielleicht schenke ich den meinen Nichten oder so, weil die mögen Violetta. Ich finde scheiße. Also ich mag das überhaupt nicht. Dann ein Filmplakat. Aber nicht für das Filmplakat, wo ich eigentlich gehofft habe. Ich habe eigentlich gehofft, dass da ein Filmplakat von Zoomania drin ist. Oder Zoomania. Aber das Dschungelbuch wieder neu verfilmt. Und dazu gibt es jetzt auch wieder einen ein Poster. Aber finde ich sehr cool. Ich bin ja sehr gespannt, wie der ist. Jetzt das Schulbuch. Ich meine, Disney muss jetzt alles real verfilmen. Keine Ahnung warum. So. Ja, und dann, was ist denn noch drin? Alles Schönes, Tolles. Hier der Retourschein. Nein, meine Puppe bleibt jetzt bei mir. Disneyland Paris, da war ich leider noch nie. Ich hoffe, das kommt noch. Und das ist, keine Ahnung. Ach, vielen Dank, dass du bei Disney Store bestellt hast. Ja, voll. Ich kann mir auch nichts von kaufen. So, ja. Also ich kann es euch ja mal zeigen. Schon offen. Ja, und zwar hier, ne? Alles voll mit Polsterfolie. Voll toll, echt. Als ob Disney Store wahrscheinlich keine kleinen Dingsbums hat. Weiß nicht. Ja, und zwar, wie gesagt, ich habe mir eine Disney Store Puppe bestellt. Meine dritte. Ich habe ja schon zwei, Frozen und, also von Frozen, hier Anna und Elsa von Frozen Fever. Und zwar ist es eine Disney Prinzessin, wo ich ja letztens den Film dazu gekauft habe. Und ich liebe sie einfach, schon, nicht allein schon, also auch wegen ihren Haaren, aber auch, weil sie einfach richtig mega cool ist. Und sieht genauso im Dickkopf wie ich manchmal. Und ja, und zwar ist es Merida. Und ich finde sie einfach so wunderschön und ich liebe ihren Gesichtsausdruck. Und ich liebe es ja immer bei den Disney Store Puppen. Ja, wie die so mit diesen Gesichtsausdrücken. Ja, immer. Ich finde es einfach Hammer. Also schaut euch mal, wie sie guckt. Also ich finde so richtig gewieft, richtig cool. Ja, Merida!
Und ich wollte mir Merida schon immer mal als Puppe holen, aber irgendwie, es kommt immer zu was dazwischen, echt. Ja, hier ist die Rückseite, das sieht man schon mal, Disney Princess und hier nimmt Merida. Und ja, 15,90. Und ja, meine zweite Disney-Store-Puppe. Ja, genau. Ich finde sie wunderschön. Echt, ich finde sie Hammer. Ich liebe ihre Haare, ihre Locken sind mega. Ja, jetzt spiele ich mir gerade mit dem Gedanken, dass ich sie drinnen lasse, aber das kann ich wahrscheinlich eh nicht. Oh, ich werde sie auspacken. Ja, genau. Also das war mein Unboxing-Video. Ich freue mich sehr, dass ich meine Merida jetzt habe. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, es gibt schon wieder irgendwelche Lieferschwierigkeiten, weil Disney Store liefert ja immer zu per Hermes, also liefert ja per Hermes und da gab es jetzt irgendwie Schwierigkeiten, wo ich mal letztens geschaut habe auf dem Status und da habe ich in der Disney-Gruppe, wo ich bin, habe ich dann versucht, ja, habe ich halt nach Hilfe gerufen und haben die gesagt, ja, also ne, irgendwie stimmt da irgendwas nicht. Im Moment ist Disney Store, was Lieferung angeht, irgendwie total lahm und ich meine, ich habe es keine Ahnung wann bestellt. Ich glaube vor 4 Tagen oder so. Ja, vor 3 oder 4 Tagen müsste es sein. Ja, genau, Sonntagabend war es. Ja, Sonntagabend war es, genau. Ja, und also weil Disney Store ist eigentlich schneller. Also innerhalb von 2 Tagen ist das Zeug eigentlich da. Aber gut, ich habe jetzt eigentlich echt gedacht, es dauert echt noch ewig, bis ich meine Puppe hier kriege, weil da irgendwas stand hier von, also dass es irgendwie nicht erkennbar war oder irgendwie die Adresse von mir oder so. Da habe ich jetzt schon gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Weil ich warte jetzt auch noch was, immer noch auf die Post von meiner lieben Freundin. Ich bekomme ja was von ihr. Und das ist immer noch nicht da. Das hat sie jetzt, ja, das ist jetzt der 10. Tag und es ist irgendwie immer noch nichts da und ja, keine Ahnung, weiß nicht. Ja, aber jetzt erstmal bin ich froh, dass ich meine Merida habe und ich werde sie auf jeden Fall auspacken und Review zu ihr folgt natürlich. Wann, weiß ich aber nicht. Vielleicht jetzt irgendwann an den Feiertagen. Und sozusagen ist das mein Ostergeschenk von mir. Von mir, für mich, irgendwie so. Ja, genau. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wie gesagt, ja, Review folgt. Und ja, genau. Kommentieren, abonnieren, liken, meine Lieben. Und bis zum nächsten Video. Bye, bye.